Info. Setze die Sterne so ein, dass ihre Strahlen alle freien Felder durchkreuzen. Sobald du einen Stern einsetzt, verlängert sich dein Strahlen, bis er auf ein Hindernis trifft. Na klar, immer rein da! Zum Krankenhaus. Hier sind viele steinerne Menschen. Was ist hier passiert? Das hast du doch ganz zu Anfang gesehen. Das ist auf jeden Fall geil, dass der dem Mauszeiger folgt. Pack da doch mal an. Ich sollte den Transformator lieber nicht mit bloßen Händen anfassen. Das ist sehr gefährlich, das ist Quatsch. Was haben wir hier? Zahlenschlösser. Das Schloss ist zu kompliziert, als dass ich es ohne Anleitung öffnen könnte. Ja, genau so. Zahlen einfach hin und her drehen ist zu schwer. Zuerst muss ich herausfinden, was hier geschehen ist. Danach kann ich Sightseeing betreiben. Hier? Achso, hier geht er da wieder hin. Das war's schon. Fenster. FENZ nur das Wort hier. Ah, guck mal, das ist Brandon. Hallo. Endlich treffe ich auf einen lebenden Menschen. Ein junger Mann, der in einem Kristallgrab liegt und schläft. Ein alter Mann sitzt daneben. Ein gewisser Dennis Sheldon übernahm das Bürgermeisteramt. Er war ein brillanter Wissenschaftler, aber entschied sich für Reichtum und Macht, wo er wohl derzeit auffällt. Oliver Gray, der Bürgermeister von Stoneville, hat offiziell abgedankt, nachdem Dennis Sheldon dem Gericht Beweise für einen Besitz in Stoneville vorgelegt hat. Das ruhige Leben der kleinen Stadt wird auf den Kopf gestellt werden, denn Sheldon ist berüchtigt für sein durch Bestechung und Betrug erwirtschaftetes Vermögen. Man sagt, dass er der reichste Mann der Welt werden will. Genialer Wissenschaftler und Erfinder, der er ist, hält er seine Erfindungen dem Wohl der Menschheit widmen können. Aber er entschied sich für den Pfad der Macht und des Reichtums. Also ich lese heute schon wieder wie so ein Dreijähriger. Wand? Der Ziegel in dieser Wand ist lose. Mit einem scharfen Werkzeug könnte ich ihn entfernen. Oder kann ich ihn entfernen? Monokel. Diesem Affen fehlt ein Stück seines Monokels. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt einfach nicht wahr. Spielzeugaffenkopf. Das ist einfach nicht wahr. Und das hier nur Ohrplusgitter. Da fehlt nur irgendwas. Kaputt. Ich sollte nach den fehlenden Tasten suchen. Ich hab eine Taste. Ah, die 9. Kann aber auch die 6 sein. Oh, die Taste zum Öffnen des Abflussgitters. Okay, da fehlt noch eine dann. Ja, dann setzen wir dem Affen den. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber dieser Affe ist maximal creepy. Das ist. Der ist zu wild, ey. Der ist mir einfach viel zu wild. Die Spinne muss alle Fäden entlang laufen. Beachte, dass sie jeden Faden nur einmal entlang laufen darf. Hab ich mir schon gedacht. Ach, so geht das.
Und heraus kommt ein Wimmelbild. Kronkorken, Fächer, Bauklotz, Dartpfeil, Handschellen, Schaufel, Ohrring, angespitzter Bleistift, Springseil, Brille, Flugzeug, Strohhalm. Wer jetzt gedacht hat, dass ich was anderes sage als angespitzter Bleistift, der hat gemerkt, dass ich gerade mal kurz gestuckt habe, bevor ich weiter gesprochen habe. Ja, okay. Egal. Achso, jetzt brauche ich einen angespitzten Bleistift. Ich habe auch schon den Anspitzer. Eine Brille. Ohrring? Schmetterling. Und vorher, dass Spielzeuge kaputt gehen, aber man kann sie reparieren. Ah, okay, ich sehe schon, hier fehlt der Flügel. Startpfeil? Im letzten Teil hätten wir das noch kleben müssen. Hätten wir das noch kleben müssen und irgendwie aushärten müssen und so weiter. Brauche nur die Handschellen. Mit der Vase kann ich nichts anfangen. Das heißt, ich brauche den Handschellenschlüssel. Okay. Entweder den Handschellenschlüssel oder irgendwas zum Aufmachen. Holzenschneider oder so. Was brauche ich noch? Strohhalm brauche ich noch. Strohhalm, Schaufel. Achso. Fächer. Kronkorken. Kann man hier so eine Zange nehmen? Nee. Schraubenschlüssel auch nicht. Es fehlt nur der Kronkorken. Der Kronkorken. Der kronige Korken. Sind immer so die letzten Sachen, habe ich das Gefühl, die ich nicht ganz so schnell finde wie den Rest. Voila. Chat, habt ihr schon den Kronkorken? Wenn ja, gerne einen Tipp. Korken. Ja. Nee. Kronkorken. Unter dem Hut vielleicht. Nee, ist ja nicht blau. Also das heißt, er muss ja offensichtlich normalerweise liegen. Kronkorken. Jetzt schläft schon. Ich drück mal auf Tipp. Gut gemacht. Das könnte jetzt nicht sein. Das ist ein Ohrring. Wieso brauche ich einen Ohrring? Ich frag nur. Soll ich dem Affen jetzt einen... Achso, dem hier unten. Okay. Die Zahl 6. Ja, moin. Ich glaube, ich weiß schon. Stand alles da. Er scheint die letzte lebende Person in der Stadt zu sein. Und was ist das für ein Kristallbett in der Mitte des Flurs? Why, hello there. My name is Oliver Gray. Sei gegrüßt, mein Name ist Oliver Gray. I was once mayor of Stoneville until Sheldon took over. God, that man. I wish he'd never shown his face in this town. Einst war ich der Bürgermeister von Stoneville, bis Sheldon kam. Dieser Mann. Ich wünschte, er wäre niemals in unserer Stadt aufgetaucht. My own nephew Brandon tried to stop his plans to demolish the town, but the guards spotted him. That's when Sheldon shot Brandon. My nephew's body had barely touched the ground when we heard a blast of thunder, and lo and behold, the Stone Queen appeared. I was the only one who escaped her wrath.
A small army of stone trolls took Brandon and placed him in a glass coffin. He's still there. All I can do is watch over him. Steinkönigin verwandelte alle Bürger zu Stein, weil Sheldon die Mine zerstören wollte und Brandon tödlich verwundete. Nur der ehemalige Bürgermeister und Onkel von Brandon, Oliver Gray, wurde von dem Zauber verschont. Alter, das ist jetzt gerade, oh, das ist ja völlig abstrus. Das heißt, Oliver Gray ist der Schwager der des Hauptcharakters, die eigentlich gar keinen Namen hat, ne? Von der wissen wir gar nicht den Namen. Also Luisas... Ist denn überhaupt Schwager? Schwippschwager, ne? Nee, ist nicht Schwager, Schwippschwager. Ja, ist Schwippschwagerin. Also man sollte sich bekannt sein. Ah ja, das kennen wir ja. Von dem Tag an verbrachte ich jeden Tag mit meiner neuen Freundin. Leider waren meine Ferien viel zu schnell vorüber und ich musste zu meinen Eltern zurückkehren. Wir verabredeten uns für den folgenden Sommer. Als Abschiedsgeschenk gab sie mir einen wunderschönen, runden Edelstein, der blau leuchtete. Er war das Symbol unserer Freundschaft und sollte mich immer an sie erinnern. Ich trage ihn immer bei mir, bis ich ihn geklaut habe. Ja. Einwohnerregister werden Informationen über alle Bürger aufbewahrt. Sehr schön, aber kann ich das jetzt aufmachen hier? Bankkarte. Blauer Edelstein, Kamara. Halber Hundekopf. Da kommen wir später hin. Eimer. Der Lappen alleine nützt mir nichts. Ja, nimm den ganzen Eimer mit, Mann. Ich sollte den Lappen mit einer stark riechenden Flüssigkeit durchtränken. Warum? Warum? Das steht da nicht mal, warum? Ich glaube, die sind die einzige Patienten im Krankenhaus. Ach, was? Really? Tisch. Schlüssel. Eine Öllampe im Krankenhaus? Die sollte ich lieber mitnehmen, falls es irgendwann dunkel wird. Aber das Seil brauche ich nicht, nur die Lampe. Aber der Fall will ich nicht mitnehmen. Damit du dann nachher irgendwo da stehst, du dumme Nuss, und sagst, ja, ich brauche ein Seil. Interessant, ob es von einem ortsansässigen Künstler stammt. Also ich könnte gerade schwören, dass das die Erste-Hilfe-Maßnahmen sind und nicht von einem Künstler. Spinnt. Puh, also die Symbole, ne? Habe ich so das Empfinden zurzeit. Die werden irgendwie anspruchsloser. Optisch. Warum aufbrechen, wenn es ein Schloss gibt? Ich möchte weinen, Alter. Ich möchte weinen. Er macht sich solche Sorgen um seinen Neffen. Er sollte sich ein wenig ausruhen. Sein Neffe ist auch dein Neffe. Falls du das nicht wusstest. Arzneischrank. Ah ja. Ach ja. Die Bergleute in Stoneville scheinen guter Gesundheit gewesen zu sein. Denn der Arzneischrank wurde seit langem nicht mehr geöffnet. Das Schloss ist verrostet. Ist so wild, Alter, das ist so wild. Hm? Rackt. Hab ich jetzt irgendwas? Hab ich damit? Nee. Durchziehen? An? Ja, okay, ich habe jetzt nur noch nichts zum Einfüllen, ne? Könnte ich den Schlüssel gebrauchen? Frag ich mich. Nee, der passt nicht. Hör auf! Hm.
gedacht, vielleicht kann ich hier die Träne irgendwie auffangen und dann von meinem Finger lecken und dann sagen, deine Tränen. Oh, wie das lecker ist. Okay, ich bin halt schon manchmal ein bisschen weird. Gepäckraum. Ah ja. Ich dachte, ein Wimmelbild. Ja, ich habe ja schon lange keinen... Sheldon befürchtete, dass man mehr über ihn rausfinden könnte und näht dir die Tasche zu. Bild. Lass mir die Tasche da erstmal drin. Den Benzinkanister gehen wir hier hin. Ah ja. War schon? Da fülle ich ja länger meinen Golf 7 auf. Benzintank. Öffnen. Nochmal öffnen. Gut, dass ich Benzin gefunden habe, aber ohne Einfüllhilfe werde ich es nur verschütten. Okay. Einen Trichter brauche ich. Ein Trichter muss her. Wo kriegen wir einen Trichter her? Haben wir irgendwo einen Trichter gehabt? Habe ich irgendwo einen gesehen? Liege, aber ich glaube nicht. Warum kann ich hier jetzt eigentlich noch immer ran? Nur weil es zur Story gehört, oder? Komme ich nicht mehr ran? Ein Trichter hinter oder so. Ein Trichter. Oder den Lappen durchtränken mit Benzin. Nee. Ich glaube nicht, dass mir das hier weiterhilft. Das ist so richtig. Brandon? Viertelschnelle oder so? Auch nicht. Hat mir bereits alles erzählt, was er wusste. Ich werde ihn eine Weile in Frieden lassen. Okay. Hier geht irgendein Schlüssel rein. Da geht irgendein Schlüssel rein. Da muss ich die Dingens abschneiden. Ich habe jetzt noch weiterhin eine Kamera, einen Wagenheber, einen Smaragd, eine Batterie, einen halben Hundekorb, Wagenheber und den Benzinkanister. Benzin rüber anzünden und gut. Messer oder irgendwas zum Aufmachen habe ich ja auch noch nicht. Wie sieht es denn aus, dem Wagenheber mit dem Kraftfahrzeug hier? Nicht. Bei dem Rätsel braucht sie eine Anleitung. Hier will sie irgendeinen Gegenstand haben, womit sie den Stein rauskratzen kann. Hier brauchen wir ein herzförmiges Amulett. Hier mal auf dem Fahrersitz nochmal. Hier sehe ich aber auch keinen Trichter. Dann würde ich jetzt einmal auf Tipp drücken. Geht nichts weiter. Hier geht auch nichts weiter. Ich drücke mal auf Tipp. Verwende den Wagenheber um das Gitter vor dem Einwohnerregister. Ach so? Okay, da wäre ich jetzt... Oh Gott, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber klar, jetzt wo es da steht. Hier, natürlich, untersetzen. Zack. Yay. Tür ein Skalpell. Mit dem Skalpell gehe ich vor die Tür, gehe an den Stein... Und löse den Stein. Ich kriege eine halbe Marke. Und einen Stein. Kann ich mit dem Ziegel irgendwas einwerfen? Weil die zweite Hälfte, weiß ich, wo die ist. Die zweite Hälfte ist hier nämlich hinter. Kann ich mit dem Ziegel das vielleicht einwerfen? Nein, kann ich nicht. Das war ja nur mal so eine Idee. Ja, also die andere Hälfte habe ich definitiv hier gesehen. Warte, wo ist es? Hier. Da habe ich die andere Hälfte gesehen. Da würde ich meinen Arsch drauf verwenden, dass das die zweite Hälfte ist. Stein. Mhm.